Es geschah vor 3 Jahren. Ein brutales Geiseldrama in einem Kindergarten. Der Geiselnehmer wird der Purpurdrache genannt. Er hat das Leben des Polizeijournalisten Marlon Kraft immer noch fest im Griff. Denn er war dabei. Eine anonyme Botschaft versetzt ihn Jahre später in höchste Alarmbereitschaft. Der Drache ist erwacht. Ist der Geiselnehmer wieder da? Alles deutet darauf hin, denn es gab mehrere bestialische Morde in Marlons direktem Umfeld. Die Opfer sind Frauen, die mit ihm in Verbindung standen. Was geht hier vor? Kommissar Scheffler, Marlons bester Freund, und eine Profilerin ermitteln. Die beiden stoßen auf ungeheuerliche Verwicklungen im Zeichen des Drachen. Sind die Morde das Werk eines Wahnsinnigen, eines eiskalten Killers? Oder ist Marlon selbst zum unberechenbaren Psychopathen mutiert?